Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um die Kündigung, genau gesagt die Kündigungsfristen. Ja, also der Begriff Kündigung bezieht sich hier auf die Fristen und das Ganze aus Sicht des Arbeitgebers. Ich habe andere Videos vor kurzem produziert, wo es um die Kündigungsfristen aus Sicht des Arbeitnehmers geht. Hier geht es um die Kündigungsfristen aus Sicht des Arbeitgebers. Der Unterschied liegt aber nicht in der Rechtsgrundlage, denn die Rechtsgrundlage generell für die Kündigungsfristen im Arbeitsverhältnis ist der Paragraph 622 im BGB. Oder wie man vielleicht besser umgekehrt sagte, BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt die Dienstverträge und die Werkverträge und so weiter und so weiter. Verschiedene Arten von Verträgen, Kaufverträge und so weiter. Und eben auch die Dienstverträge und der Arbeitsvertrag ist eine Unterkategorie des Dienstvertrages. Der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag. Und der Paragraph ist eben 622, also besser ist eigentlich die umgekehrte Reihenfolge. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 622. Dort finden wir die Fristenregelungen für die Arbeitsverhältnisse, für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen. Wenn wir in diesen 622 BGB reinschauen, dann sehen wir die sechs Abschnitte. Wir sehen, und das mache ich immer durch diese gestrichelte Linie hier, oberhalb der gestrichelten Linie sehen wir die grundsätzlichen Regelungen, unterhalb der gestrichelten Linie, also ab Absatz 4, sehen wir Ausnahmen im Tarifvertrag, im Arbeitsvertrag. Die Absätze 1, 2 und 3 sind die grundsätzlichen Regelungen. 3 bezieht sich auf die Probezeit, habe ich in einem anderen Video bereits besprochen. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip zunächst mal bei Absatz 1 und 2, müssen aber auf Ausnahmen in späteren Absätzen, speziell 4, 5 und 6, achten. Und im Absatz 1 finden wir die grundsätzliche Regelung, nämlich die Kündigungsfrist beträgt, und zwar zunächst mal für beide Seiten, 4 Wochen, aber nicht 4 Wochen irgendwie irgendwo, sondern zu einem bestimmten Termin, nämlich zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Wenn man also dem Arbeitnehmer kündigen möchte, dann muss man schauen, welchen Termin visiert man an? Hat man bis zum nächsten 15. noch 4 Wochen? Ist man also vor dem 15. des Vormonats? Da stehen die Chancen ganz gut. Ja, so um den 10. rum des Vormonats kann man zum 15. des Folgemonats kündigen. Wenn man aber so 16., 17., 18. rum ist, dann muss man das Monatsende des Folgemonats ins Auge fassen und zu diesem Termin kündigen. So, dazu gibt es eine Ausnahmeregelung, nämlich, und jetzt gehe ich nicht auf Aushilfen und so weiter ein, aber auf diesen Fall hier in Absatz 5 Nummer 2, so spricht man das, Absatz 5 Nummer 2, das sind die sogenannten Kleinbetriebe, Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt, ohne die Azubis. Da gilt die Frist, Kündigungsfrist, 4 Wochen zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ja, also man muss gucken, man kann im Arbeitsvertrag, ne, einzelvertraglich kann, und das wird der Arbeitgeber ja wissen, ob er einzelvertraglich, weil er ein sogenannter Kleinbetrieb ist, diese verkürzte Kündigungsfrist vereinbart hat. Die meisten machen das. Dann kann er innerhalb dieser Frist kündigen. Ja, so, und das sind im Grunde schon die wesentlichen Regelungen. Dass im Tarifvertrag, um auf den Absatz 4 nochmal eben kurz einzugehen, eine kürzere Kündigungsfrist als diese 4 Wochen, die ja eine absolute Minimumregelung des Gesetzgebers ist, vereinbart ist, dass ein Tarifvertrag vereinbart ist, das kann man ausschließen. Ja, also 4 Wochen ist eine Minimumregelung. Absatz 5 Nummer 2 sagt ja ausdrücklich, und die Kündigungsfrist 4 Wochen nicht unterschreitet.
Das ist also die Minimumregelung, die der Gesetzgeber vorgesehen hat. Davon wird man im Tarifvertrag auch nicht abweichen. Ja, deswegen braucht man hier Tarifvertrag nicht speziell zu prüfen, sondern einfach nur, ob der Arbeitsvertrag diese Regelung für Kleinbetriebe im Absatz 5 Nummer 2 getroffen hat. Und dann hat man die Kündigungsfrist. Was aber noch sein kann, ist, dass im Arbeitsvertrag eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist, denn das ist ohne weiteres möglich. Das ist der Absatz 6, der allerdings nur sagt, dass es nicht sein darf, dass der Arbeitnehmer eine längere Kündigungsfrist hat als der Arbeitgeber. Es kann aber vereinbart sein, dass der Arbeitgeber, sagen wir, 3 Monate Kündigungsfrist hat und der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, wenn er oder sie gehen will, eine kürzere Frist hat als diese 3 Monate. Das ist möglich. Ja, also muss man auch noch prüfen, also man muss den Arbeitsvertrag prüfen. Ja, das ist letztlich die Essenz, ob im Arbeitsvertrag gegebenenfalls eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist. So, das sind die wesentlichen Dinge hier zur Kündigung, was die Fristen angeht durch den Arbeitgeber. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.